so darüber, über das Thema vegan sein, voll super gefunden. Meine Stiefmama ist auch schon vegan, die macht einen eigenen Workshop darüber. Coole Stiefmama. Dass die auch durch Vitamine und durch die ganzen pflanzlichen Produkte einfach selber die Nährstoffe aufnehmen kann. So nicht nur durch Fleisch und das Ganze. Und ich finde auch, das Tierqual und Tierzucht ist auch aus dem Ungarn passiert. Weihnachtsgänse einfach gestopft werden, qualvoll. Das finde ich einfach. Das Fest der Liebe geht nicht ohne Tod an Tieren. Es ist ganz schlimm. Mir geht es dieses Jahr, also zu Weihnachten ist nicht schön. Ja. Und bist du vegan geworden? Durch was bist du? Ich war lange Zeit so pflanzlich für die Umwelt, weil da war irgendwie so Klima in unserer Schule so groß. Und dann habe ich so rotes Fleisch gestrichen und weißt du, ja, eigentlich brauche ich gar kein Fleisch. Und dann habe ich aber in einem Gespräch mal gesagt, ja, ich würde Tierprodukte komplett verbieten wegen der Umwelt. Ja. Und jemand ist so richtig emotional geworden und ich war so, what the fuck geht jetzt ab? Das kannst du nicht mit den Menschen vergleichen, hat er dann rumgeschrien, das haben wir immer schon so gemacht. Ich war so, was sind das für blöde Gründe? Ja. Und in dem Moment hat es bei mir halt echt so Klick gemacht. Ich wusste, es geht halt viel mehr als nur um die Umwelt, es geht hier jetzt um das Individuum. Und ab dem Moment war ich vegan und habe mir so ein Buch geholt, das klingt jetzt krass, aber es war halt der Holocaust der Tiere, so ungefähr heißt das, unsere Behandlung von Tieren und der Holocaust, war so, fuck, das ist ja sehr ähnlich. Aber durch meine ich habe meine Freunde dazu gebracht, durch die, dass die vegan waren. Du bist schon so ein krasser Aktivist, das ist super. Ich sag, Aktivismus muss nicht so sein, dass du auf der Straße irgendwie laut bist oder wo reingehst, so, das ist schon Aktivismus. Ja. Das ist so schön von dir, wirklich. Es taugt mir irrsinnig, einfach vegan zu sein und man merkt es mir jetzt viel besser. Das ist auch schön. Die persönlichen Vorteile kannst du natürlich, muss es aber nicht haben. Ja. Bei mir persönlich geht es vielleicht sogar schlechter, wenn man das alles sieht. Ja. So, man verliert die Naivität und den guten Glauben an Menschen teilweise. Ja, das stimmt. Aber freut mich, dass du manche in deinem Freundeskreis irgendwie überreden konntest. Es ist schon hart, so Freundschaften, die man ewig hatte und dann, Biofleisch oder das sind ja nur Tiere. So, wow. Ich finde das einfach so arg, was man so in die Supermärkte schon kriegt, wenn man sagt, ungarische Gans und so. Und dann möchte ich es einfach nicht mehr kaufen. Als früher, wenn du Fleisch gibst, ich wollte nichts, keine Gans von Ungarn so kaufen, weil genau was die Tiere sind gelitten, leiden. Und dadurch, dass ich voll viele Videos von dir gesehen habe, habe ich gesagt, nein, heute auf morgen, ich werde vegan. Das ist so stark von dir, wirklich. Darf ich dir noch eine Karte mitgeben? Ja, bitte zeig das immer Leuten, die noch nicht vegan sind. Das habe ich immer bei meinen TikToks eingeblendet, diesen Link. Da ist ein kurzes Video, das erklärt das nochmal. Dankeschön. Ich danke dir. Dürfen wir dieses Video posten? Oder sicher, möchtest du? Ja. Dankeschön. Voll. Danke. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen veganen Abend und bis bald. Ciao. Spaß. Frage, ja, gerne. Paare. Die Videos haben mich voll inspiriert, um ehrlich zu sein. Das ist schön. Vor allem mit Leo Mascher und Aparet. Ich fand das cool. Danke. Muss ich sagen, ich bin in einem sehr konservativen Haushalt leider. Mhm. Aber ich probiere jetzt auch da meine Ernährung zu ändern. Aber ich finde, es hat mich inspiriert. Das freut mich, dass ich helfen konnte. Es geht ja beim Veganismus aber trotzdem nicht nur um meine Ernährungsweise. Nein, das ist mir immer ganz wichtig. Es ist das Leben, ich weiß eh genau. Genau. Absolut sicher Ernährung. Man kann es ja auch mit Fleisch gesund ernähren, aber es geht nicht um die Ernährung, die Videos habe ich auch mal angeschaut. Schön, dass du es verstanden hast. Also es geht ja generell, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich dann darum, dass man einfach den Tieren, also dass das einfach Lebewesen sind, dass man die nicht irgendwie ausbeuten, vergewaltigen und verschleppen sollte. Wunderschön gesagt, Tiere brauchen Menschenrechte, so absurd wie das klingt. Nein, das ist nicht absurd und ich finde, das macht eigentlich Sinn, vor allem heutzutage, wir brauchen das Fleisch ja nicht einmal mehr. Jetzt in der Steinzeit meinetwegen, vielleicht haben sie es da irgendwo gebraucht, aber heutzutage ist es halt einfach ein Luxusartikel, den wir, wo wir generell runterschrauben sollten. Und das ist hast du wunderschön zusammengefasst. Der nächste Schritt ist nicht nur, das für sich selbst zu machen, sondern auch seine Stimme für die Tiere das einzusetzen. Ich habe es jemand geschissen, jetzt probiert es zu erklären. Also den Ivan mit meinem Kollegen. Okay. Zu erklären. Keiner ist sicher vor uns. ich habe mir gerade mein Geschwister einen Kaffee trinken und jetzt sind wir halt gegangen. Ich dachte mir so, hey, wäre auch lustig, wenn jetzt da du da wärst oder sie oder du. Du, gerne, ja, alles gut. Ist mich ein Video? Wir machen heute ein Fernsehprojekt tatsächlich. Genau, einfach. Na, sehr cool. Genau. Sie werden dich wahrscheinlich nachher fragen. Nee, sie werden dich jetzt fragen, ob sie es veröffentlichen dürfen. Wenn du das nicht möchtest, dann nicht. Ich würde dir einfach noch diese Karte mitgeben, weil das Video fasst nochmal alles zusammen. Vielleicht hast du es schon gesehen. Warum vegan das erst in 8 Minuten? 8 Minuten, das habe ich genau, auch super, super. Und das kann man auch immer teilen, vor allem, du bist eh schon super eloquent, was das Thema betrifft. Aber am Anfang ist man schüchtern und dann bin ich die Böse. Das ist immer besser. Das ist immer so, das kann man halt medial gut so darstellen. Es gibt halt Klicks und so. Klar, natürlich. Und es ist halt eine Frage von Reichweite. Wie, selbst wenn ich mit so einem Leon Mascher-Video nur so einen Menschen erreiche, hat sich für mich schon gelohnt. Was mich da interessiert hat, weil die waren ja, also haben wir eine E-Zeit aus kurz, oder? Ja, natürlich. Ja, weil die waren ja das sehr, also die beiden sind ja meistens hinter Komiker, gell? Also man kennt das ja ein bisschen. Wie war das denn hinter der Kamera? Waren die dann auch so wie vor der Kamera? Oder also es gab ja zwei Videos, die du beide gesehen hast. Das beim Burger-Video war es ja eigentlich so kollegial, Scherz, ein bisschen flirty teilweise. Ja, so. Ja, aber das war freundlich und offen, kam mir sogar vor. Und Apo hat ja auch Sachen gesagt, wie hey, das ist genau das gleiche wie beim Menschen. Ja, ich war schon so, okay, Schuck.
Und hast du gecheckt, was? Ja, und das andere Gespräch war danach. Ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, sie mussten es ein bisschen hochstacheln. Ja, die wollten auch wieder Klicks machen. Ich habe es mir jetzt halt noch, die Reaktionen teilweise, also die Reaktionsvideo, habe ich halt noch zwei, drei Mal gesehen. Ja. Und es ist so offensichtlich, sie wollten, dass ich sage, sie sind Speziesisten. Ja. Und es ging ihnen dann ja nicht darum, eine Debatte zu machen über Veganismus, sondern um mir zu zeigen, dass ich eine Heuchlerin bin. Ja. So, und das ist halt einfach schade, dass ich da nicht rauskam im Sinne von denen dann zu sagen, hey, darum geht es eigentlich gar nicht. Das ist nicht das Thema, weswegen wir uns getroffen haben. Aber ich glaube trotzdem, dass viele Leute gecheckt haben, dass sie hier wirklich die Clowns waren. Ja, absolut. Ich glaube einfach, für diese YouTuber ist halt vielleicht wichtig, so eine Plattform haben, es bringt Klicks für sie und für dich oder für sie. Nein, dich, alles gut. Ist es dann halt aber auch gleichzeitig cool, das hast du eh in deinem Video gesagt, auch wenn nur 0,1% genau, der Leute das erreicht. Ich hoffe, ich werde es auch schaffen, ich gebe mein Bestes zumindest. Es wird dich keiner zwingen, Tierprodukte zu essen in Österreich. Stimmt, ja, und das ist einfach so. Und das ist notwendig, das System. Ja. Das kommt halt wirklich nur noch auf deine Charakterstärke an. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach, aber das kann halt keine Ausrede sein. Ich glaube, es ist einfacher als viele andere Dinge, die wir machen, weil was wir essen, was wir zu uns nehmen. Also ich glaube, beim Essen kann man sich das schon gut antrainieren. Andere Dinge wie tierische Produkte in Kosmetik. Das ist tatsächlich mühsam, weil es so weniger durchsichtig ist. Das stimmt schon. Nicht so viel berichtet wird darüber, dass dann einfach wenig Aufmerksamkeit drauf. Und ich habe mir letztens mal angeschaut, wie mich Medikamente. Auch Medikamente tatsächlich. Überall, was da alles drin ist. Ich mir denke, da ist jetzt Tier drin. Zum Beispiel, ich verkaufe auch, also ich bin selbstständig und mache auch unter anderem Textilien, also halt Merchandise an Schulen und so weiter. Mhm. Und da habe ich mit meinem Lieferanten halt geredet letztens. Er hat gemeint, ja, unsere Produkte sind eh vegan. Dann habe ich mir gedacht, warum sollten Textilien nicht vegan sein? Dann hat er gemeint, naja, die Wolle und die Maschinen, die spinnen da, die werden mit schweinischen Fetten für uns. Ja. Und ich fand das so arg zu hören eigentlich, dass wir sind da theoretisch auch nicht halal, nicht koscher und nicht vegan sowieso dann. Ja. Und ich mir denke, da wären tierische Produkte. Ja. Ich habe gewandt an, was mit Schweinefett. Aber da befinden wir uns halt tatsächlich in diesem Grenzwertbereich von der Definition von so weit wie praktisch durchführbar. Wenn es halt einfach im Moment so ist, dass dieses Fett aus den Schweinefleischindustrien sehr, sehr billig oder sogar gratis mehr oder weniger hergegeben wird, dann ist das ja nicht etwas, wofür du im Endeffekt aktiv zahlst, sondern das benutzen halt auch unabhängig von den Tierindustrien diese Industrien einfach nur, weil sie es halt gratis bekommen. Und bei vielen Sachen weiß man es dann tatsächlich nicht. Und tatsächlich wusste ich das auch gar nicht bei den Nähsachen oder so. Aber auch bei Medikamenten, so wenn du zum Beispiel sagst, okay, du hast jetzt einen schlimmen Ausschlag, an dem du zwar nicht stirbst, aber der dein Leben einschränkt stark. Ja. So ist halt die Frage so, darfst du das jetzt nehmen, wenn es mit Tierprodukten ist? So, was bringt dir das, wenn du halt sehr eingeschränkt davon bist in meinem Aktivismus, wenn ich jetzt darunter leide? So eine schmerzverzerrte Aktivistin ist keine gute Aktivistin, selbst wenn ich nicht drunter sterben würde. Dann könnten auch Leute sagen, so weit wie praktizierbar möglich, bist du dran gestorben, so wo, ist halt schwierig. Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht aufhalten. Nein, gerne. Also ich fand das cool. Ja. Aber ich habe deine Frage vorher gar nicht beantwortet. Hinter der Kamera waren sie eigentlich sehr nett, so lieb, vor allem der Leon. So, ja, ich habe einen Hund, ich weiß du hast recht. Und es soll auch viele Leute erreichen. So, das war so seine Ansicht. So, Junge, dann mach's doch selbst, du Idiot. Das ist sagen, das machen es groß. Auf jeden Fall, danke für die Videos. Dankeschön dir. Was hörst du oft dann hoffentlich, aber wahrscheinlich nicht oft genug. Danke für die Videos und ich finde, das eine Inspiration. Und bist du irgendein Typ, der gerade da vorbeiläuft, aber ich finde, nein, du bist ein Individuum, das ich erreichen konnte für die Tiere. Das ist so schön und das berührt mich. Ja, mich danke dir. Danke auf jeden Fall. Danke, ciao. Tag. Darf ich das unverpixelt posten oder möchtest du verpixelt werden? Hört man die Stimme auch? Wahrscheinlich, ja. Danke dir. Alles Liebe. Ciao. Hallo. Ah, cool. Ich finde das, was du machst, richtig cool. Dankeschön. Ich würde fragen, mal ein Foto machen. Ja, sehr gerne. So einen süßen Dialekt hast du. Dankeschön. Bist du schon vegan? Nein, noch nicht. Warum nicht? Ich habe mir noch nicht dazu über Hunden irgendwie. Verstehe. Vielleicht in der nächsten Frage. Wann würden die Tiere wollen, dass du vegan wirst? Wann? Spätestens, wenn ich sie schlachte. Spätestens jetzt, oder? Ja. Weil die werden ja jede Sekunde geschlachtet, ja? In dem Fall schon. Und vegan wird man ja für die Tiere. Ja. Deswegen sagst du eigentlich, bis du vegan wirst, sind dir die Tiere egal. Rein theoretisch schon, ja. Ja, aber das ist ja nichts Schönes dann. Eigentlich nicht, ne? Und wie kann ich dir jetzt gerade helfen, dass du dieses Gespräch verlässt und dann sagst, okay, ich setze jetzt einfach mein Herz, weil das ist ja in deinem Herzen schon, um und bin jetzt einfach vegan. Wie kann ich dir jetzt helfen? Was muss ich dir auf den Weg mitgeben? Okay, andere Frage. Hast du schon mal gesehen, was passiert am Schlachthof? Hast du solche Videos schon mal gesehen, solche Aufnahmen? Und wenn du jetzt Tierprodukte isst oder kaufst, denkst du an die? Eigentlich nicht wirklich. Die Industrie will auch nicht, dass du daran denkst. Du bist ja eine smarte junge Frau. Ja. Du kannst dir das vor Augen rufen. Ja. Und dein Herz. Und das ist Charakterstärke. Weil vegan sein ist nicht immer einfach heutzutage und jetzt. Aber da zeigt sich halt dein Charakter, wenn es nicht so einfach ist, gell?
Ich gebe dir einfach noch mal eine Karte mit, wo ich das alles noch mal kurz erkläre. Weil wenn wir gegen Diskriminierung sind, dann müssen wir das ab jetzt sein. Und die Tiere werden ja diskriminiert, weil sie Tiere sind. Scheiße. Bitteschön. Auf dieser Seite findest du dieses kurze Video, warum vegan heißt. Das dauert nur 8 Minuten und noch ganz viele andere. Und wenn du Fragen hast, schreib mir eine E-Mail. Ja, aber ab jetzt vegan, sonst bist du offiziell brutal zu Tieren. Und das ist einfach schlimm. Das danke, ist schlimm. Danke. Bitte, ich danke dir. Schönen Nachmittag. Ciao. Also, Dankeschön. Danke. Wow, wo ist er jetzt hin? Ah, hi. Kurz erzählen. Ja, gerne. Übrigens, ich finde das echt cool. Dankeschön. Also, ich bin zwar nicht vegan, weil ich weiß nicht, ich finde das einfach so schwer. Ich meine, in der Schule, es gibt dort nicht mal wirklich Veganes, außer so ekelhaften Salat. Ist das wirklich, was die so machen? Ja. Diese Hühner werden einfach dort gesetzt und werden dann... Ja, also du musst dir halt vorstellen, das ist die Eierindustrie, das passiert am Ende mit den Hühnern. Weil viele denken ja, dass die nur Eier legen und fertig. Aber auch die werden dann zu Billigfleisch verarbeitet halt. Und du musst dir halt vorstellen... Küken, die legen ja nicht Eier. Bitte? Die Küken, was mit also das mit den Küken, die müssen ja am Anfang sortiert werden, weil die Männchen, die legen ja keine Eier. Das ist so, wie nur die weiblichen Säugetiere geben Milch in Brüste. Und auch bei den Hühnern ist es so, dass nur die Hennen Eier legen, aber die männlichen Küken, die legen keine Eier. Das heißt, die bringen kein Geld für die Eierindustrie. Also werden die einfach umgebracht? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Dann entweder sie leben so ungefähr 40 Tage, ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, kommt drauf an, und werden dann halt für Fleisch getötet. Das Ding ist nur, bei diesen Hühnern in der Eierindustrie, die legen so wenig Fleisch an, weil die so überzüchtet sind, einfach nur aufs Eier produzieren, dass die nicht auf die Masse ausgelegt sind, wie die Masthühner in der Fleischindustrie. Das heißt, in der Eierindustrie, hast du schon richtig erkannt, werden die Männchen dann entweder geschreddert, wie du es gerade gesehen hast. Das ist in Deutschland mittlerweile verboten, in größten Teilen. Oder hier sie werden, ist das erlaubt? Ja, hier ist das noch erlaubt. Oder sie werden vergast. Das passiert auch immer noch in Deutschland, in so kleinen Gaskammern. Und da ersticken sie dann. Oder sie werden in Müllsäcke gestopft und einfach zerdrückt, also weggeworfen. Das heißt, da kann man praktisch in diese Farms gehen und da findet man teilweise so noch lebendige Küken in diesen Säcken, weil die einfach... Verschleiß sind. So, die scheißen da drauf, weil die ja eh kein Geld bringen. Aber wie kann sowas erlaubt sein? Wie kann es erlaubt sein, dass du selbst unter Bio-Bedingungen einem Tier in den Kopf schießt und in seinen Körper isst? Das würdest du ja bei einem Hund nie machen. Ja, weil es ist ja, natürlich würde ich jetzt nicht, wenn ich hier ein kleines Küken sehe, das könnte ich ja niemals zerstückeln. Das ist schön. Aber wenn ich jetzt zur Schule gehe und dort Hunger habe, und dort ist nur, keine Ahnung, Schnitzel, Semmel, Chicken Burger, sowas. Ja. Was kann ich dann machen, wenn ich. Du kannst tatsächlich, so hart das klingt, Nein sagen und dafür sorgen, dass du was Veganes essen kannst. Weil in deinem Herzen, wie du schon selbst gesagt hast, du könntest das mit deinen Händen nie tun. Und das spricht für dich. Das heißt, du bist kein Tierquäler in deinem Herzen. Diese Gesellschaft, da hast du absolut recht, macht es einem noch nicht immer leicht, vegan zu sein. Weil, wie du schon gesagt hast, in der Schule gibt es nicht unbedingt ein veganes Menü. Da gibt es das Schnitzelsemmel gratis oder billig zum Mittag und so weiter und so fort. McDonald's ist cool unter Kids und so. Tatsächlich ist das Einzige, was du im Moment tun kannst, mit deinen Eltern zu reden und zu sagen, ich will das nicht unterstützen. Ich bitte euch, mir was Veganes mitzunehmen. Und das kann so einfach sein, einfach ein Brot mit scheibenweise Tofu, weißt? Das ist mein Brofu. Das ist mein Essen in der Arbeit, wenn ich gerade zu faul bin, mir in der Früh was Gescheites zu kochen, kaufe ich mir einen Vollkornbäcker, das gibt's überall, das gibt's wahrscheinlich sogar in der Schule irgendwo, und schneid mir rohen Tofu rein und fühle mich wie Gott. So, du musst dafür sorgen, dass du einen Aufstand machst in der Schule. Das ist der nächste Schritt. Sei laut und sei ganz klar, ihr würdet hier niemals Hunde verkaufen, ihr würdet hier niemals Menschenleiche verkaufen. Warum dann die Tiere? Du kannst eine Petition starten in der Schule, du kannst dann direkt so gehen und laut sein. Und wenn du jetzt sagst, boah, nee, das ist viel zu schwer, das ist viel zu anstrengend, wenn ich dich unterstützen kann, tue ich das sofort. Weil es ist absolut inakzeptabel, dass nicht jede Schule nur veganes Essen vertreibt an Kinder. Das ist furchtbar, wenn sie Tierkinder an Kinder verkaufen. Und du hast eine Stimme, ein Herz, du kannst deine Stimme für die Schwächeren einsetzen, egal wie alt du bist, egal wie groß du bist, du musst es dir nur in den Kopf setzen. Weil stell dir mal vor, folgendes Szenario, wenn du das nächste Mal etwas nicht Veganes isst, schießt dir jemand in den Kopf. Könntest du dann ab jetzt vegan leben oder nicht? Ja, ich meine, dann müsste ich Regeln brechen und sowas. Aber ich meine, wie meinst du Regeln brechen? Halt in der Schule rausgehen einfach. Oder dir was mitnehmen oder mit deinen Eltern reden und so weiter und so fort. Das heißt, du würdest hier Lösungen finden. Du hast schon die ersten Lösungen in deinem Kopf gerade genannt. Weil es halt um deinen Kopf dann geht.
Aber es geht halt, und das ist dein Problem, wo du sagst, dass das halt schwierig ist, nicht um deinen Kopf, sondern um den Kopf der Tiere. Da ist die Knarre dran. Und deswegen sagst du, ja, ist halt schwierig. Und ja, es ist schwierig, aber du musst dir halt vorstellen, dass du an ihrer Stelle wärst. Und dann fällt es dir plötzlich leicht, über all diese Hürden zu klettern, da Lösungen zu finden. Und wenn es einfach nur ist, dass du dir ein Vollkornbrot mit Tofu für Mittag nach Hause mitnimmst, zu frühstücken kannst du zu Hause, Abendessen kannst du zu Hause. Selbst wenn du nicht aktiv werden möchtest für die Tiere, was ich dir sehr ans Herz legen würde, fürs Mittagessen würdest du eine Lösung finden. Ich hatte in der Schule beispielsweise Allergien oder mir haben nur 10 Dinge geschmeckt. Und dann nimmst du dir halt was mit. So, da gibt es immer wieder Kinder, die müssen sich ihr eigenes Essen mitnehmen. Und jetzt setzt du noch den ethischen Aspekt dazu, dann wirst du das auch schaffen. Aber dann ist es doch überhaupt urdumm, einfach vegetarisch zu werden, oder? Sehr richtig erkannt. Ja, es gibt kein Vegetarisch für die Tiere, weil ich sag sogar, die vegetarischen Industrien sind grausamer, als wenn du nur für dein Fleisch fett gemacht wirst. Weil du wirst immer noch als Objekt betrachtet und du wirst halt länger gefoltert, bis du genau das gleiche Schicksal am Schlachthof erleidest, wie in der Fleischindustrie. Ich wäre lieber eine Fleischkuh als eine Milchkuh. Aber du hast es vollkommen richtig erfasst, das ist ziemlich dumm, vegetarisch zu werden. Das bringt nichts. Ich würde dir einfach noch eine Karte mitgeben, wo ich das alles nochmal zusammenfasse. In diesem Video. Das heißt, warum vegan ist, dauert 8 Minuten. Und es sind noch ein paar andere kurze Videos drauf, die das nochmal erklären, warum ich so radikal bin, warum ich das so mache. Und das kannst du vielleicht auch in deiner Schule zeigen, dem Direktor, die Direktorin zeigen. Damit du das, vielleicht kannst du noch nicht in Worte fassen, damit ich die Böse bin und dass wir hier was entwickeln können. Und wenn du da Unterstützung brauchst, sei das einfach nur, was weiß ich, ein Plakat für solche Unterschriften, dann schreib mir eine E-Mail. Aber unabhängig davon, ob du es jetzt schaffst, dich durchzusetzen, dass es in der Schule nur noch veganes Essen gibt, das wäre natürlich brillant, glaube ich, hoffe ich, dass du verstanden hast, dass du es für Mittag schaffst oder das zu überbrücken, dir eine vegane Jause mitzunehmen. Und was tust du, wenn die sagen nein? Ich meine, entweder kann ich mir dann irgendwie selber irgendwas besorgen oder ich muss halt damit leben. Veganismus ist tatsächlich eine geschützte Ideologie. Das heißt, deine Eltern dürfen dich nicht zwingen, Tierprodukte zu essen. Das ist wichtig für dich zu wissen, weil ich hoffe es natürlich nicht, aber es gibt tatsächlich Eltern, die dann versuchen, ihr Kind zu zwingen oder heimlich Tierprodukte in das Essen reinmischen. Du brauchst keinen Nährstoff, den es nicht in einer pflanzlichen Ernährung gibt, außer Vitamin B12. Das musst du supplementieren. Das kannst du überall kaufen, im DM, im Spar, in Apotheken. Das musst du supplementieren, das ist ganz wichtig. Aber das ist eh schon häufig in so veganer Milch und sowas dabei. Aber wenn deine Eltern sagen nein, dann kannst du dich im Zweifelsfall an das Jugendamt melden. Das möchte ich dir nur ganz klar mitgeben. Weil das, was sie unterstützen, obwohl sie dich nicht als Tierquäler erziehen, obwohl sie dich als jemanden hoffentlich erziehen, mit einem guten Herzen, der die Schwächeren beschützt, da kannst du ihnen sagen, dann haben sie eine Doppelmoral. Sie würden niemals unterstützen, wenn du im Wohnzimmer einer Kuh die Kehle aufschlitzt. Oder ein Küken, so wie du es vorher so schön gesagt hast, in den Schredder packst. Warum schicken sie dich dann in die Schule und unterstützen dich nicht darin, das nicht zu unterstützen? Ich habe ihre TikToks schon öfter gesehen. Also, das hat mich nie wirklich interessiert. Und ich dachte mir, das ist doch eigentlich so dumm, vegan zu werden, weil was soll eine Person ausmachen? Aber ich meine, wenn ich darüber nachdenke, wie viele von diesen winzigen Küken werden wohl in einem Tag gegessen, so bei McDonald's oder so. Das ist doch schrecklich. Ja. Und selbst wenn es nur ein einziger wäre, würde ich hier stehen. Weil es einfach Unrecht ist und so leicht zu vermeiden. Vergiss das nicht, was du heute gelernt hast, weil häufig verdrängt man das. Ich weiß das, dann kommt man zurück zu seinen Freunden, die machen dann Witze über Rosalinde oder sonst was und dann verdrängt man das, wie schlimm das ist, was jede Sekunde passiert. Die Schlachthäuser stehen nicht mitten in der Stadt und das hat einen Grund. Diese Tiertransporte haben nur so einen kleinen Schlitz und bestehen nicht aus Glas und das hat einen Grund, damit Kinder mit einem guten Herzen wie du das nicht sehen und sich nicht darüber aufregen, damit sie weiterhin Geld damit verdienen können. Du darfst es nicht vergessen, lass es dir nicht ausreden, lass es dir nicht verdrängen. Auf den Milch- und Fleischpackungen siehst du glückliche Tiere, fick die, das sind keine glücklichen Tiere, das sind Sklaven. Und wer dir was anderes sagt, der ist einfach nur selbst verblendet von dem ganzen System. Sie sollten in ihren TikToks echt auch sowas sagen. Weil ich weiß, sie wollen... Guck mal, wir filmen gerade eins. Aufmerksamkeit und alles und so. Aber... Ich sag sowas auch in meinen TikToks, aber die gehen halt manchmal nicht ganz so viral wie die doofen TikToks, wo mich irgendwer mit einem Beefy verarscht. Aber trotzdem gibt es Menschen, die dann so stehen bleiben wie du. Und das ermöglicht mir dieses Gespräch.
Und auf dem Video, und das habe ich bei jedem einzelnen TikTok verlinkt, diese Website, ist ein Video, wo ich genau das erzähle, was ich dir gerade gesagt habe, in 8 Minuten. Das kannst du dir immer anschauen, wenn du das Gefühl hast, dass du es vergisst. Da sind auch solche Bilder dabei. Man kann manchmal die ungeschönte Wahrheit auf TikTok nicht aussprechen, weil es gesperrt wird. Und dann muss man manchmal mit Humor arbeiten oder Trolls zeigen. Aber ich bin häufig schon sehr direkt mit dem, was ich kommuniziere und sage das schon auch so. Ich bemühe mich und du kannst selbst so starten, wie du möchtest, um diese Botschaft zu kommunizieren. Okay. Und übrigens, Sie können mich gerne zeigen in Ihrem TikTok. Dankeschön. Wie alt bist du? 12. Du bist fast noch zu jung, ich würde dich trotzdem verpixeln, so ein bisschen. Ich muss dich verpixeln. Ja? Aber danke für deinen Einsatz, danke für den Mut. Das ist schon Aktivismus, dass du dich da jetzt nicht beschwerst, dass wir das ausstrahlen dürfen. Das ist schon, wenn das nur 100 Leute sehen, und das werden wahrscheinlich mehr Leute sehen, vor allem, wenn ich den Ton nicht verkackt habe, weil manchmal passiert mir das leider. Stell dir mal vor, 100 Leute wie du sehen das, 99 denken sich, interessiert mich nicht, so wie du bisher, aber einer denkt sich, da arbeitet was. Das ist Aktivismus. Und deswegen sage ich, mach Online-Aktivismus, poste Memes, poste Fotos von den Tieren, wie sie leiden, schreib Gedichte darüber, egal was für eine Skill du hast, und sei das akrobatischer Tanz, dann kannst du immer noch buchstabieren, lass die Tiere in Ruhe. Man kann so kreativ werden, Und sich für etwas so Schönes einsetzen, dass das aufhört. Ich hoffe, dass jeder, den ich erreiche, nicht nur vegan ist, dann, sondern auch aktiv. Weil die Tiere brauchen dich. Du hast es gerade erkannt, diese Küken, die können sich nicht wehren. Die fallen da in den Schredder und zack, weg. Nur du kannst die auffangen, so metaphorisch gesehen. Ja. Schau dir das an, wenn du noch Fragen hast. Schreib mir gerne eine E-Mail, die lese ich meistens. Auf Instagram kriege ich zu viele Steak-Bilder. Idioten. Ja, danke. Ja. Ansonsten, falls du aktiv werden möchtest, wir stehen regelmäßig hier. Du kannst jederzeit vorbeikommen, sei das ein Bildschirm halten, Schild halten, wir haben unterschiedliche Aktionen. Kannst du mir auch einfach schreiben in der E-Mail, falls du hier aktiv werden möchtest. Dann kann ich dich in die Gruppen ziehen. Wie heißt du? Vincent. Hat mich gefreut. Danke dir. Tschüss. Ciao. Was hältst du von vegan? Lass uns das gemeinsam machen, weil das furchtbar ist. Und du sagst, nee, darauf erstmal ein Schnitzel. Ich meine, das ist keine Basis für eine Freundschaft, oder? Ja. Und das Gleiche sehe ich halt in der Familie. Gut, ihr seid blutsverwandt, ihr habt viele Erinnerungen gemeinsam, sie sind da für euch. Ihr seid abhängig von ihnen, aber sie werden euch nicht verhungern lassen. Und man kann sich halt trotzdem immer durchsetzen, ganz ehrlich. Ihr seid junge, rebelliöse Teenagerinnen. Ja. Okay, ja. Ich gebe euch noch eine Karte mit, das könnt ihr euren Eltern dann zeigen. Warte kurz. Also darauf, das ist eh auf beiden Karten das Gleiche, aber die ist besser. Ha! Da ist ein kurzes Video, das heißt, warum vegan? Zeigt das einfach der Familie. Und unten sind noch 2 Dokus, Dominion und Earthlings. Und die zeigen einfach nur in voller Länge alle Industrien. Nicht nur Fleisch, Milch, Eier, Käse, weil es geht ja noch weiter. Leder, Make-up, Tierversuche. Ja, ja, ja. Und ihr seid die neue Generation. Ihr seid die Stimme für diese Tiere. Ja, ja. Setzt euch so für sie ein, wie ihr wollen würdet, dass sich jemand für euch einsetzt, wenn ihr an ihrer Stelle wärt. Ja. Das war ein grammatikalisch komplexer Satz, aber ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ja. Okay, danke. Schönen veganen Abend euch. Tschüss. Hallo. Hi, können wir ein Foto mit dir machen? Ja, gerne. Ja, hi. Danke. Teddy. Danke. Ja. Deine Locken sind so schön. Oh, danke. Danke. Er wollte schon immer mal mit dir reden, weil er deine Videos so gerne anschaut. Ich fand es irgendwie cool, immer so dich zu treffen, und jetzt habe ich dich. Glückwunsch, Glückwunsch. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns jetzt kennenlernen dürfen. Ja. Bist du schon vegan? Ich bin vegetarisch, aber ich will vegan werden. Wir schauen uns jetzt gemeinsam kurz vegetarisch an. Das ist die Eierindustrie. Ja, ich weiß eh, dass es sehr genauso schlimm eigentlich ist. Ja. Vorher kam so ein Junge, der war vielleicht 12, hat mir dann gesagt, auf mich zu, hat sich das angeguckt, ich habe ihm so ein bisschen was erzählt, und dann hat er mich so unterbrochen, weil er war mit den Gedanken da und hat gesagt, dann bringt ja vegetarisch sein gar nichts. Ja. Das ist ja genauso schlimm, hat er gesagt. So der 12-Jährige, gell? Ja, ich habe sie gesehen. Ja. Und es ist eigentlich, das wissen eh viele nicht eigentlich. Genau. Ja. Aber wenn es gar nichts bringt, warum machst du es dann? Ja, das Ding ist, es ist schon schwer. Ich weiß, dass die diesen Weg nicht mögen, aber es ist schwer für manche einfach so diesen, so von direkt auf vegan. Ich glaube, es gibt aber auch kein Video, wo ich gesagt habe, dass das einfach ist. Ja, eh. Ja? Ja, also stimmt, ich sag, es ist schwer. In dieser Gesellschaft ist es schwer, sich für was einzusetzen, wogegen alle sind. Weil ich verlange von euch eine unangenehme Veränderung. Mhm. Ich mache mich unbeliebt. Ich habe im Leben Nachteile, wenn ich das Leuten sage, dass ich vegan bin. Leute machen Witze, die diskreditieren dich, die laden dich vielleicht wo sogar nicht ein. Das ist nicht einfach, aber die wichtigen Dinge im Leben,
die sind nicht einfach. Ja. Ja. Ja, und da zeigt sich halt deine Charakterstärke und mit 90 Jahren weißt du dann, wer du warst. Ja. So, und ich kann euch nicht zwingen, weil alle schreiben immer, ich zwinge die Leute. Ja, ich weiß. Aber ich meine, ganz ehrlich, was würdest du wollen von dir, wenn du jetzt diese Hühner wärst? Diese ja, Kühe? Natürlich würde ich ihr dasselbe wollen, dass man diesen Einsatz machen. Genau. Veganismus ist noch nicht einmal ein Einsatz tatsächlich. Ja. Weil das heißt einfach nur, dass du das nicht mehr unterstützt. Stell dir mal vor, da drüben tritt jetzt jemand einen Hund und du gehst einfach vorbei. Ja, stimmt. Das ist dasselbe. Das ist vegan sein. Ja. Aktiv sein. Und da gibt es unterschiedliche Stufen. Da kannst du, Entschuldigung, es wäre voll lieb, wenn du vielleicht mal aufhörst, den Hund zu trägen. Ja. Zwing mich nicht! Ja, das klingt halt nicht viel. Ja. Nein. Ja. Und ich meine, so lächerlich das klingt, was ich tue, ist, das abzufilmen, dass jemand einen Hund tritt und dann zu sagen, du bist ein Hundetreter. Und das ist auch noch nicht mal ehrenhaft. Ja. Ehrenhaft wäre, in diese Industrien einzubrechen, diese Tiere da physisch zu beschützen und diesen Krieg zu beenden. Ja. Das tue ich nicht mal. Aber ich verlange nicht einmal das Mindeste von euch, dass ihr sie einfach in Ruhe, das ist alles. Das ist, und das kannst du ab jetzt machen. Ja. Ich gebe dir noch eine Karte mit, okay? Ja. Kleb sie dir an die Stirn. Kleb sie nicht vegan an alle Adern an die Stirn, das ist die Karte. Da hinten ist ein Video drauf, das heißt, warum vegan? Danke. Dauert nur 8 Minuten, das sind eh 2. Ah. Und das erklärt das alles nochmal, warum ich so radikal, warum ich das mache. Das zeigt ein paar von diesen Bildern und es gibt Musik dazu und es soll so spannend sein. Also es ist halt trocken, Tierethik ist trocken. So, dann hört keiner zu. Genau. Teilt das bitte. Allein wenn du meine Videos likest, ist das Aktivismus. Aber es ist halt nicht sinnvoll, wenn du selbst nicht vegan bist. Ja. Dankeschön. Danke. Danke. Schönes veganes Leben. Eben. Tschüss. Danke. Hallo. Ja, gerne. Das ist voll cool. Oh, danke schön. Danke. Bist du selbst schon vegan? Nein, noch nicht. Aber es waren jetzt 3 Bilder. Ja, ich finde dich cool. Ich feiere deine Art, wie du mit anderen redest. Deswegen. Wieso feierst du mich, wenn du nicht vegan bist? Weil du gut argumentieren kannst, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn und ich dass dann... die anderen überhaupt nicht argumentiert können, wirklich. Okay. Ich bin selber nicht vegan. Ja. Und ich verstehe auch die Hälfte von den Leuten nicht, die mich argumentieren, weil das ist einfach nur, ja, schmeckt. Das heißt, du sagst halt einfach, es schmeckt mir, aber ich argumentiere gar nicht, weil ich habe, es hat eh recht, aber ich bin halt zu faul. Recht. Ich sag, ja, ich du hast recht. Aber wenn ich recht habe, bist du im Unrecht. Ja, ich weiß, ich bin im Unrecht, aber ich sag dir ehrlich, es braucht ein bisschen Überwindung. Ja, es braucht Überwindung. Habe ich den, vielleicht hast du dazu gehört, ich habe den auch gerade erzählt. Es ist nicht leicht, ja, es ist nicht aber leicht. Du brauchst halt Charakterstärke. Und die hast du doch, oder? Du bist gerade mutig genug gewesen, zu irgendwem hinzukommen, wo du vielleicht in Grund und Boden argumentiert wirst. So, ja, das genau. Ist auch schon Stärke. Aber also ich habe ein bisschen argumentiert zu argumentieren. Nein, nein, schau, du hast schon zugegeben, dass ich im Recht bin. Da brauche ich nicht mehr argumentieren, weil an dem Punkt kann ich dich leider nicht zwingen. So, außer du hast noch, weißt was soll ich noch tun? Du kannst halt einfach jetzt weggehen und sagen, ja, sie hat halt recht, aber es ist mir halt egal und ich kann nichts tun. Ja. Und die Tiere halt auch nicht. Ja. Aber das kommt halt jetzt auf dich an, was du daraus machst. Ja, vielleicht überlegst du. Solange du überlegst, machst du. Stell dir mal vor, dass die Eierindustrie, deswegen sage ich, vegetarisch bringt nichts, wo sie die Küken in Geschlechter trennen. Du wärst ein männliches Küken und dann wirst du in den Schredder geworfen. Erster Tag deines Lebens, zack, bumm, weg. Die Kühe in der Milchindustrie, weißt du, warum die Milch geben? Weißt du, warum Frauen Milch geben? Damit die Babys Nahrung haben. Okay, und warum geben Kühe Milch? Ja, damit wir Milch haben. Damit die Babys Nahrung haben eigentlich, nicht damit wir Milch haben. Okay. Wir machen sie also jedes Jahr schwanger. Stell dir mal vor, wir würden das mit einer Menschenfrau machen, in sie eindringen, was abspritzen, was wir vorher von einem Bullen abmasturbiert haben. Und dann töten wir sie, wenn sie keine Milch mehr gibt. Geil, gell? Ja, das ist schön. Und ihre Babys, was passiert mit den Babys? Sterben halt. Die nehmen wir weg. Genau. Also nein, wir lassen sie nicht verhungern. Meistens kriegen sie ein bisschen was von der Milch, weil die haben ja solche Brüste, musst du dir vorstellen. Das heißt, die machen eh viel zu viel Milch, weil wir sie so hart überzüchtet haben. Aber dann nehmen wir die Babys weg und schießen ihnen in den Kopf. Und daran bist du schuld, wenn du Milch und Käse kaufst. Ja, das ist schlimm. Da gebe ich dir recht. Das ist echt. Weil Kühe an sich sind ja richtig süß. Voll. Wir sind wie große Hunde, gell? So große, ungeschickte, dicke Hunde. All diese Tiere sind die Hunde im Endeffekt, weil sie alle einfach nur liebevoll geliebt werden wollen, wie wir auch. Und es kann sein, dass du bis jetzt ein bisschen über mich gelacht hast oder vielleicht die Argumente cool fandest, aber das nicht gesehen hast. Du musst es dir einmal anschauen, weißt du? Du musst es in voller Länge sehen, da hier drauf ist ein Film, der heißt Dominion. Und der zeigt 1,5 Stunden lang, was du unterstützt, wenn du nicht vegan bist. Okay, danke. Bitteschön. Dankeschön. Und warte, ich gebe dir noch meine Karte, weil das ist Veganismus noch mal kurz erklärt auf der anderen. Hier nur ein 8-Minuten-Video, wenn du das nicht packst. Ich würde dir trotzdem empfehlen, das mindestens einmal anzuschauen und dann damit abzuschließen und zu sagen, ich will das nicht mehr unterstützen. Aber nicht auf diese Bilder zu vergessen, weil ich habe diesen Fehler gemacht. Ich war schon mal vegan, ich war flexi-vegan, 5 Jahre lang.
Aber ich habe es einfach nur so für die Ernährung und für Gesundheit gemacht. Aber hier und da habe ich sie gesehen. Weißt du, wenn man so Influencern folgt, sieht man es manchmal. Aber ich habe es nicht gecheckt, wie schlimm diese Diskriminierung ist. Nur weil sie nicht Menschen sind. Die sind wie Babys. Danke für das Gespräch. Bitte. Danke. Schönen veganen Abend. Bist du vegan für die Tiere oder Butter gegen sie? Ja, du sagst, du willst Frieden. Warum führst du dann noch Krieg? Hör auf deine Gefühle. Frag dich, haben sie das verdient? Bist du vegan für die Tiere?